Korrespondent. Sie haben lange in Wien gearbeitet. Sie kennen die dortigen Verhältnisse gut und haben auch immer und immer wieder, zuletzt auch häufiger noch mal darüber geschrieben. Was wäre denn eigentlich die Katastrophe in und vielleicht auch für Österreich, wenn Hofer das Rennen machte? Katastrophe würde ich nicht so sehen wie Herr Laschet, weil in den umgrenzenden Ländern, Ungarn, wenn Sie sehen, ist ja mit Orbán so jemand an der Macht, Polen auch. Es ist eher ein Zug Richtung osteuropäische, neopopulistische rechte Entwicklung in Österreich. Was ist mit der Schweiz? Genau, SVP ist eine Regierung, größte Partei in Dänemark. Folkepartie ist auch größte Regierungspartei. Und was in Frankreich los ist, wissen wir ja auch. Das wäre so eine ähnliche Situation, dass die stärkste Partei Front National werden könnte. Das heißt, in ganz Europa ist das überall auf dem Vormarsch und Österreich. Ich sehe das eher als einen Gang zur Normalität, die man beunruhigend finden kann. Aber auf jeden Fall ist ja ein Phänomen, was man überhaupt nicht ignorieren kann. Hofer, Sie liegt heute Abend knapp vor dem Kandidaten der Grünen, Alexander von der Bellen. ÖVP und SPÖ, das muss man vielleicht noch mal für all diejenigen sagen, die sich nicht permanent mit der österreichischen Politik beschäftigt haben, waren überhaupt gar nicht mehr dabei in diesem zweiten Wahlgang, sind im ersten vor 4 Wochen gleich rausgeflogen. Wie erklärt sich das? Also man muss, auf Deutschland habe ich mal versucht zu übertragen, was wäre. Das wäre so, wie wenn in einer Stichwahl nationalweit jemand wie von den Grünen, Ströbele zum Beispiel, in die Endausscheidung käme und auf der anderen Seite ein Herr Meuthen von der AfD. Und die anderen hatten zusammen, SPÖ und ÖVP, die angestammten Volksparteien, 20%. Die hatten sich das natürlich überhaupt nicht gedacht. Die haben den Wahlkampf schlecht organisiert. Sie haben Kandidaten genommen, die auf dem Pensionsalter waren, die keiner mehr haben wollte, so wie wenn man Heiner Geißler aufgestellt hätte in Deutschland. Zum Beispiel. Wobei der eine große Fangemeinde hat. Ja, aber der österreichische Kohl, der Kandidat war fast 80, der hat keinen Hund mehr hinterm Ofen hervorgeholt. Und dann ist natürlich die Flüchtlingskrise, Hofer ist großer Katalysator gewesen. Da sind ganz viele Leute, die gesagt haben, wir wollen das nicht, sind zur FPÖ rübergegangen. Und die Leute von der SPÖ, die gesagt haben, wir wollen aber die Willkommenskultur, die sind zu den Grünen gegangen. Und auf einmal waren die beiden ewigen Volksparteien pulverisiert. Und das liegt in Wien immer noch wie ein Schock über der ganzen Stadt. Das hat sich keiner so vorher ausgemalt. Und das ist schon eine riesige Zäsur, eine historische Zäsur, würde ich sagen. Der Hofer es wirklich schafft, das Parlament aufzulösen, dann ist Strache momentan, das ist der Parteivorsitzende der FPÖ, in den Umfragen vorne. Und dann könnte sehr wohl eine Kanzlerschaft von Rechtspopulisten in unserem Nachbarland Österreich entstehen. Das ist momentan, das war ja auch die Angst, die die Regierung bisher dazu gebracht hat, die Flüchtlingsoffenheit Ende des Jahres radikal zu beenden. Das hat ihr ja in den Wahlen, wie man jetzt sieht, nichts gebracht. Und dann ist natürlich die Situation eine ganz andere. Und da muss ich auch zu Frau Dreyer sagen, das ist alles ganz schlimm und man muss das ablehnen. Aber ihre Parteifreunde von der SPÖ, die machen ja eine offizielle Koalition mit der FPÖ im Burgenland. Das heißt, sie ist ja schon integriert, die Partei. Die ÖVP, also die CDU in Österreich, macht eine offizielle Koalition mit der FPÖ in Oberösterreich. Haider ist mit ihnen in die Regierung gegangen und Bruno Kreisky ist mit der FPÖ als noch lauter Waffen-SS-Leute dran waren in den 70er Jahren, auch in die Region gegangen. Das heißt, die sind nicht isoliert, nicht tabuisiert und die nehmen sowieso schon ziemlich etabliert am politischen Geschehen in Österreich teil. Und die Stimmen, jetzt auf die FPÖ zuzugehen und sie wieder weiter zu legitimieren, die verlauten aller Orten in Österreich. Und das hat auch was Demokratisches, weil wie lange wollen Sie so eine Partei ignorieren, wenn sie bei 50% liegt? Dann ist es irgendwann eine absolute Mehrheit. Also die Mitte schmilzt ab ganz rasend und der neue Kanzler, der ja auch nicht gewählt worden ist, der hat gesagt, der Herr Kern, der war vorher bei den Bundesbahnen, ein Manager, der hat gesagt, das ist unsere letzte Chance, sonst gehen die beiden großen Parteien Österreichs unter und es ist noch sogar ein verdienter Untergang, hat er in seiner Regierungserklärung gesagt. Viel dramatischer kann man es meiner Meinung nach nicht ausdrücken. Ich sehe da auch keinen Anlass, sich da zurückzulehnen, zu sagen, ach, das wird uns schon alles nicht passieren, das geht ganz schnell. Herr Schümer, Sie haben einen interessanten Artikel geschrieben in der Welt, unter anderem deshalb haben wir Sie auch eingeladen. Und da sind uns nicht zuletzt die letzten beiden Sätze aufgefallen. Unser Gast Dirk Schümer schreibt in der Welt, wer mag, kann sich hierzulande mit der Illusion trösten, 80% der Bürger stünden in Treue fest zu Angela Merkel. Wer die Zukunft klarer sehen will, der blicke nach Österreich. Hat mich eben nicht gewundert, dass zum Beispiel Hans-Peter Friedrich gesagt hat, das hat mit uns erstmal überhaupt gar nichts zu tun. Mag er vielleicht nicht sehen, aber vielleicht erklären Sie uns genauer, Herr Schümer, was droht denn Ihrer Meinung nach Angela Merkel und der Großen Koalition?
Ich habe mir die letzten Landtagswahlen genauer angeguckt, auch Ihre. Ich habe die mir nicht mit großer Begeisterung angeguckt. Also ich will immer betonen, ich sage das als Analyst, ich bin da niemand, der sich freut über diese Entwicklungen. Aber wenn man in Sachsen-Anhalt jetzt schon mit den großen Parteien, die früher mal für 90% gut waren unter Schmidt und Strauß, jetzt nicht mal mehr 50 zusammenbekommt, oder nehmen Sie von Ihrer großen CDU in Baden-Württemberg, ja, meine Frau kommt daher, ich schaue da viel drauf, die Partei hat sich die letzten Jahre pulverisiert. Und zwar zu einer Partei, die vorher eine Protest- und Kleinpartei war. Die hat das alles übernommen. Die Direktwahlkreise sind futsch. Die Wahlkampferstattung ist futsch. Und die wenigen Arbeiterwahlkreise in Baden-Württemberg, in Mannheim, die sind jetzt bei der AfD. Das heißt, auf beiden Seiten schmilzt auch in Deutschland dieser Gletscher, von dem man gedacht hat, der wird ewig bestehen bleiben. Wie unter der Klimakatastrophe schmilzt der Rasen dahin. Und das kann im Bund vielleicht noch eine Weile aufgehalten werden. Aber das kann auch dort, wie man in Baden-Württemberg sieht und in Österreich, viel schneller gehen, als wir heute glauben. Veranstaltungen hier. Jede Partei macht es bei sich ja richtig und alles ist gut. Und die Vergangenheit ist sowieso glorios. Das muss ich als früherer Sozialdemokrat auch sehen. Alles toll. Damit sind wir ganz in der Vergangenheit. Aber in der Mitte wird es sehr, sehr eng. Jetzt hat Herr Kretschmann noch gesagt, die Grünen wollen auch in die Mitte kommen. Die CDU vor ein paar Jahren. Wer für Kernkraft war in der CDU? Wer für die Wehrpflicht war in der CDU? Wer gegen Multikulti war in der CDU? Das ist alles perdu, einschließlich Willkommenskultur. CDU ist in der Mitte. Da drängen sich jetzt also die ganzen Parteien. Sie bei der CSU machen noch heroische Anstrengungen, noch ein bisschen den rechten Rand irgendwie zu unterhalten, aber bleiben auch wacker weiter in der Koalition. Das heißt, in der Mitte sind am Ende alle, und dann darf man sich nicht wundern, wenn die Leute außen Alternativen suchen. Die sagen, ich habe aber Angst, ich will die Zuwanderung nicht. Ist ja nicht verboten in der Verfassung, das zu denken. Und links übrigens kann Ihnen oder in anderen Ländern das auch passieren. In den Niederlanden hat sich jetzt vor ein paar Monaten eine islamistische Partei gegründet von jungen Zuwanderern. Die sind für einen Erdogan, gegen jede Kritik am Islam, halten ihren eigenen Zustand hier wie den der Juden in den 30er Jahren. Sie fühlen sich also stark diskriminiert. Und jede Form Armenier, Völkermord muss sofort mit Gefängnis bestraft werden. Wissen Sie, wie es mit denen abgeht? Die gehen ab wie eine Rakete. Die ganzen Zuwanderer ist eine Wählerpotenzial von einer Millionen wählen die schon. Das heißt, da entstehen überall neue Sachen an den Rändern, weil die eben sagen, naja, von den Sozialdemokraten fühle ich mich nicht mehr repräsentiert. Und viele CDU-Wähler fühlen sich jetzt eben von der AfD repräsentiert. Da können sie nicht drum herum. Nein, es mag ja sein. Drumherum reden. Im Interview mit der Welt am Sonntag die Bundesregierung für den Aufstieg der AfD verantwortlich. Die AfD in dieser Größenordnung ist das Produkt der letzten Monate. Die Gründe dafür liegen in der falschen Zuwanderungspolitik der Bundesregierung im September letzten Jahres und dem weiteren Umgang damit. Im selben Interview präsentiert Horst Seehofer eine Grafik, die die Entwicklung der Flüchtlingszahlen an der bayerischen Grenze dokumentieren soll. Seehofer sagt, die Flüchtlingskurve geht ab dem 4. September 2015 steil nach oben. Das war der Tag, an dem die Kanzlerin die Grenze für offen erklärt hat. Es gibt also eine klare Ursache und eine klare Wirkung. Auf die Frage, ob Merkels Entscheidung hierfür verantwortlich sei, antwortet Seehofer, ja, das ist eindeutig belegbar. In der ARD-Sendung Hashtag Beckmann zeigt der bayerische Ministerpräsident kürzlich seine Modelleisenbahn im heimischen Hobbykeller. Dort findet sich die Kanzlerin als Playmobil-Figur wieder. In entspannten Zeiten zwischen der Kanzlerin und mir ist sie die Chefin der Anlage. In schwierigeren Zeiten. Fensterbank. Meinung, Flüchtlinge müssen alle kommen, ja? Obwohl nein, die nicht alle kommen, obwohl, nicht die Grenze obwohl, schließen. Obwohl die Bevölkerung Grenze schließen, ja? Nicht Österreich zu machen. Zu einem großen Teil anderer Meinung war. Repräsentative Demokratie lebt davon, dass die Menschen auch ihre Meinung im Parlament vertreten und auch hören. Wenn jetzt alle Parteien einer Meinung sind, dann ist das eine merkwürdige repräsentative Demokratie. Und deswegen war die Stimme der CSU dringend notwendig, Frau Dreyer, um diesen Sorgen der Menschen und der Auffassung einer Vielzahl von Menschen in Deutschland eine Stimme im Parlament zu geben. Dafür heißt das Parlament. Und dazu muss man sich auch auseinandersetzen. Sie ist genauso wie Herr Friedrich. Es kann doch nicht sein, dass 80% der Leute total besorgt sind und im Parlament sagen 100% aller Abgeordneten. Das finde ich ganz wunderbar. Und ich glaube auch, dass wir uns ein bisschen die Augen streuen, Salz in die Augen streuen, wenn wir sagen, das liegt alles nur daran, weil Herr Seehofer irgendwas gesagt hat.
gesagt hat. Die Sache war ja real. Und die ist auch weiter real. Die Leute liegen in den Turnhallen und die Beunruhigung ist eben groß. Ich glaube, wenn in den, ich glaube schon allerhand. Ja, aber wenn die, und es kommen jetzt in Italien dauernd über Ägypten die Leute wieder übers Meer, sie ertrinken. Ich finde es einen ganz grauenvollen Zustand, wie diese Migration zu Tod, Vergewaltigung, Elend führt. Und wir sitzen jetzt da und sagen, naja, das ist jetzt ja ein bisschen abgeklungen. Und hätten wir nur nicht so böse darüber geredet, hätte der Seehofer nicht immer so geunkt, dann wäre doch alles bestens gewesen. Ich glaube nicht, dass alles bestens gewesen wäre, sondern wie Herr Friedrich auch, dass man das mal ausdrücken musste. Und dass, wenn die Parteien auch weiterhin immer sagen, wir vertreten diese Linie zusammen, dann kommt die AfD von ganz allein. Das hat Herr Korte ja auch schon gesagt. Aber was die Volksparteien durchaus verpasst haben, alle gleichermaßen, ist eine politische Diskussion der Migrationsproblematik. Die Deutschland als Einwanderungspolitik, das hätte man ja über einige Jahre diskutieren können. Vorher schon. Wir haben doch vorher nur diskutiert. Es gab doch kaum ein Thema, was so viel diskutiert worden ist. Das Sarrazin-Buch als Bestseller der Nachkriegszeit, als Sachbuch, hat das Thema der Migrationspolitik auf die Bestsellerlisten gebracht. Und zwar in der interessanten Variante. Publikumsempörung war nicht identisch mit der Medienempörung. Wir haben also eine Zweiteilung von Empörungskulturen erlebt. Und damit konnte man auch erkennen, das ist ein sehr sensibles Thema, was da ist, um die sich aber die Volksparteien in der Dimension nicht gekümmert hatten. Was hätten die machen sollen daraus? Naja, ganz sicher auch die Frage eines Einwanderungsgesetzes zu entwickeln als ein zentrales Instrument einer Identitätsdebatte. Wer soll zu uns kommen? Wer gehört zu uns? Wie viel Verschiedenheit brauchen wir? Wie viel Verschiedenheit ist vielleicht am Ende auch problematisch für unsere Gesellschaft? Wer soll nicht zu uns kommen? Das in allen Parlamenten, Landesparlamenten und Bundesparlamenten. Herr Kauter, das ist doch alles diskutiert. Aber nicht umgesetzt worden, war das der Fehler? Das Gesetz kam nicht, aber die Debatte hat es gegeben. Ja, aber schon mal, wir haben eine Debatte gehabt, engagierte Debatte, doppelte Staatsbürgerschaft, das ist eben erwähnt worden. Kontrovers. Dann haben wir die rot-grünen Gesetze gehabt, als die doppelte Staatsangehörigkeit für Kinder eingeführt wurde. Im Bundestag über Parteigrenzen hinweg. Dann haben wir die Deutsche Islamkonferenz 2006 gehabt, die Wolfgang Schäuble gegründet hat. Dann haben wir den ersten Integrationsgipfel der Kanzlerin 2006 gehabt. Das ganze Land hat über Jahre über die Frage Asyl, Einwanderung diskutiert. Nur die Zahlen bei der beim Asyl gingen so runter, auch noch in der Zeit, als Hans-Peter Friedrich Innenminister war, dass nur 40.000, 50.000 kamen pro Jahr und ganz andere Themen in dieser Zeit diskutiert worden. Aber der Debatte hat man sich doch bei uns in Nordrhein-Westfalen, in Duisburg, in Dortmund, in jeder Kommune diskutiert man über Integration. Ist doch nicht so, als wenn das Thema jetzt plötzlich erst aber vielleicht läuft es nicht richtig. Also wenn die Einwanderung regellos passiert und sie wird als eine große Völkerwanderung in Form von Asylgesetzgebung abgehandelt, die dafür überhaupt nicht taugt, dann müssen Sie sich nicht wundern, wenn die Bürger hinterher Angst bekommen aber und sagen, Moment, da, viele von denen kommen gar nicht aus Kriegsgebieten, die kommen ja ganz woanders her. Und dann sagt die Kanzlerin, ach, wie viel kommen? Fragen Sie mich was Leichteres. Ich weiß es eigentlich, ganz viele werden sagen, das hat sie gesagt. Es gibt zwar riesige Asylpakete. Das hat sie gesagt. Ich kann die Grenzen sind offen. Ich kann die Grenzen nicht schützen. Da sind Elemente der Staatlichkeit angeschnitten worden, dass die Leute sagen, wozu habe ich denn dann einen Staat, wenn er die Grenzen nicht schützt, wenn die alle offen sind und jeder kann kommen und die Kanzlerin weiß noch nicht mal, wie viele es sind, dann dürfen sie sich nicht wundern, wenn die Leute reagieren. In Österreich ist es genau das, was den Hofer mit einer gewissen großen Wahrscheinlichkeit jetzt zum Bundespräsidenten macht. Auch wenn man es vielleicht ein wenig ordentlicher, geregelter und den Leuten klare Vorgaben gemacht hätte, dann wäre weder in Österreich noch in Deutschland dieser Aufschwung so stark gekommen. Davon bin ich überzeugt. Ja, davon bin ich auch überzeugt, absolut. Ich glaube, das war einer unserer Hauptfehler, die wir begangen haben, dass wir wirklich nicht, wie in einem geordneten Rechtsfall, den Bürgern und Bürgerinnen klar machen konnten, das sind jetzt Flüchtlinge, die zu uns kommen. Wir hätten sie auch als Kontingente nehmen können. Das Asylverfahren war komplett überfordert und dementsprechend sah es auch aus. Und es war sicherlich eine sehr, sehr schwierige Situation. Aber ich kann möchte, wiederkommen. Ich möchte mich. Sind Sie die SPD auf einem guten Weg? Ich glaube, wir reden jetzt viel zu sehr über Tagesaktualität. Es geht doch auch um die, es geht auch um das Abschmelzen der, Kerngruppe der Leute, die die SPD früher gewählt haben. Und das ist natürlich ein Problem. Auch ein Problem des Erfolges übrigens. Ganz viele von denen, da studieren die Kinder, sie sind in Rente oder viele sind aus den Fabriken in eine Gewerkschaftsfunktion, in den öffentlichen Dienst gewechselt. Und so sieht die SPD von innen jetzt natürlich auch aus. Rentner, öffentlicher Dienst und Gewerkschaftsfunktionäre.
Und wenn dann eine Putzfrau aus dem Ruhrgebiet wie in einem Zoo quasi vorgeführt wird und gesagt, so einen haben wir ja noch lange nicht gesehen, eine Frau, die arbeitet mit ihren Händen und die verdient fast kein Geld dafür. Wie kommt das denn in diesem Land? Dann ist also offenbar die SPD sehr abgekoppelt von dem, was früher mal ihre Basis war. Und das hat Frau Dreyer ja auch gesagt, solange Leute keinen Grund mehr darin sehen, links zu wählen, weil sie dann mehr Geld bekommen, weil sie Aufstiegschancen haben, weil sie soziale Sicherheit haben, sondern sich abgekoppelt fühlen, solange wird das mit der SPD natürlich auch weiter runtergehen. Ich habe eine wunderbare Zahl aus Frankreich, furchtbare Zahl aus Frankreich, aber überraschend. In der Partei von Herrn Hollande haben Sie die Zahl soziologisch ermittelt der Leute, die noch in der Fabrik arbeiten. Also die nennen sich Sozialisten. Wissen Sie, was die Zahl ist? Ganz einfach, null. Ehrlich? Kein einziger mehr. Die Leute, die französische Gesellschaft in den Unterschichten wird am besten repräsentiert vom Front National. Und da muss man sich drüber Gedanken machen, wenn man über Rechtspopulisten redet. Da sind offenbar die Leute, die malochen und sich ausgeschlossen fühlen. Und in Österreich sind es auch die Leute, die den Sozialstaat, die da drin gepolstert liegen, mit der billigen Gemeindewohnung, dem Kita-Platz. Und wenn die jetzt sehen, da kommen in unbegrenzter Zahl oder vielleicht in halbwegs begrenzter Zahl immer mehr Leute, dann haben die auch Angst davor, dass sie das jetzt teilen müssen. Und wenn man dann von der Politik sagt, ihr seid ja alle Faschisten, was wollt ihr Blödmänner denn? Die kommen jetzt eben, das wird schon gut gehen. Van der Bellen ist gewählt worden in den reichen Gegenden von Wien. Hofer ist gewählt worden in den Arbeitervierteln von Wien. Das sollte für die SPD, so wie für die SPÖ, eine riesige Warnung sein. 0,6% der Stimmen gewählt worden sind. Das kann man nicht so einfach beantworten, weil man nicht weiß, was passiert. Ja, was wäre passiert, wenn nicht. Aber ich war einfach schlicht und ergreifend der Auffassung, solange sie nicht im Parlament sind, gehe ich diesen Kurs. Sie sind jetzt im Parlament, selbstverständlich muss ich mich mit ihnen auseinandersetzen. Man darf aber eine Sache nicht verwechseln. Sich nicht mit den Vertretern der AfD auseinanderzusetzen in Fernsehsendungen, ist nicht das Gleiche, als sich nicht auseinandersetzen zu wollen mit dem Thema, um das es geht. Und das tue ich natürlich total intensiv. Natürlich stelle ich mir die Frage, warum wählen Menschen auch in Rheinland-Pfalz die AfD? Und was kann ich dagegen tun? Das ist eine Aufgabe der nächsten 5 Jahre, diese Menschen zurückzugewinnen. Warum machen die Sozialdemokraten in Österreich eine Koalition mit der FPÖ? Können Sie auch mal anrufen und nachfragen. Darf ich den Punkt noch mal fragen? Halten Sie es für richtig, auszugrenzen und in Fernsehsendungen zum Beispiel nicht mit der AfD zu sprechen? Ich weiß, dass Sie beide es zum Beispiel selbst hier bei uns schon gemacht haben. Frau von Storch saß hier und je länger sie redete, je schlimmer wurde es. Also das ist manchmal auch entlarvend, wenn die AfD dann zu breiteren Themen spricht als zu einem einzigen. Deshalb halte ich das für richtig. Wird aber in großer Zahl gewählt. Es ist nicht so, dass jeder die AfD als absolut unwählbar... Jetzt warten wir das doch mal ab. Sie ist jetzt gewählt worden bei Landtagswahlen in einer vielleicht der schwierigsten innenpolitischen Situation seit Jahren. So, wo mit einem Angstthema Punkte gemacht werden konnten. Ja. Bei der Europawahl haben wir in Nordrhein-Westfalen einen Wahlkampf gemacht, als die Leute euroskeptisch waren. Pro-europäisch. Wir brauchen mehr Kompetenzen für Europa. Wir werden Terrorismus und anderes nur europäisch bewegen. Stimmt ja und die AfD hatte den niedrigsten Wert in ganz Deutschland. Also man kann argumentieren, ich glaube, dass das große Thema, das die Menschen bewegt, jetzt das Thema innere Sicherheit ist. Spiegel titelt diese Woche damit. Wenn immer mehr Einbruchsdiebstähle da sind, wenn eine Kölner Silvesternacht passiert, wenn Menschen nicht mehr sicher auf Bahnhöfe gehen werden, müssen die Volksparteien und insbesondere bei uns die CDU und die CSU das besetzen. Und das Zweite auch ein Angstthema. Ja, es ist ein Angstthema, aber man muss es so besetzen, dass man nicht mit der Angst Politik macht, sondern Alternativen bietet und den Menschen sagt, wir haben Ideen, wie wir Sicherheit herstellen können. Wenn man es meidet, dann profitieren in der Tat die, die es für sich nutzen wollen. Deshalb ist innere Sicherheit für uns ein Thema. Jetzt könnte man sagen, das ist konservativ. Ich finde, innere Sicherheit ist nicht konservativ, sondern ist ein Grundrecht des Staates, dass sich jeder sicher bewegen kann. Und das zweite Thema ist natürlich... Aber dann kann die SPD das doch auch machen, dann können die Grünen das machen, alle das machen. Ja, ne? Herr Kretschmann sagt ja auch schon plötzlich, er will jetzt auch noch innere Sicherheit machen. Nur, ich muss ja nicht Ratgeber der SPD sein. Wenn Sie fragen, was muss die Volkspartei CDU machen, finde ich, muss sie die Kernthemen Wirtschaft und innere Sicherheit wieder kompetent besetzen. Aber muss sich nicht eine Partei, wenn sie kenntlich sein will,
auch unterscheiden von den anderen? Und hilft es dann, was Sie, Herr Korte, eben angeführt haben, was Sie, glaube ich, positiv sehen, dass es neue Bündnisse gibt? Ja. Hilft das dann, wenn man sich mal anschaut, was jetzt für Koalitionen entstanden sind nach den Landtagswahlen? Dann führt Frau Dreyer jetzt eine SPD-FDP-Grünen-Koalition. In Baden-Württemberg gibt es die Grünen mit dem Juniorpartner CDU, was die sich so, glaube ich, auch nicht vorgestellt hatten bislang. Dann Herr Haselhoff führt eine Koalition aus CDU, SPD und Grünen. Man kommt total durcheinander. Und wenn ich bleibe bei dem Gedanken von Kenntlichkeit, müssen solche Koalitionen doch wahrscheinlich, darüber, dass sie Kompromisse finden müssen, zu einer Art Verwässerung führen. Dann sind Volksparteien nicht mehr kenntlich. Dann ist es gerade egal, wen ich wähle. Aber Frau Will, das entscheidet nun nicht die Volkspartei, sondern der Wähler. Wir haben heute Umfragen aus Nordrhein-Westfalen, 6 Parteien im Landtag. Da wird es nötig sein, über Parteigrenzen hinweg zu identifizieren, wo gibt es die Gemeinsamkeit, Frau. Das ist auch Frau, das Wesen der Demokratie. Ja, das ist der Kompromiss, eigentlich der Normalzustand. Und was Rechtspopulisten uns versuchen zu erklären, nämlich dass mit einfachen Antworten die Lösungen auf den Tisch legen, das ist nun mal schlicht und ergreifend einfach falsch. Und deshalb müssen wir alle in der Lage sein, auch immer wieder zu guten Kompromissen zu finden, ohne unser eigenes Profil zu verlieren. Für uns gehört zur Sicherheit zum Beispiel immer auch die soziale Sicherheit dazu und nicht nur die innere Sicherheit. Ein Beispiel. Wir haben diskutiert über die Volksparteien, die Situation derselben in Deutschland und hatten das zum Anlass genommen, wie in Österreich gewählt worden ist. Danke für die Diskussion.